Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinar ISO 37002 Hinweis Managementsysteme Leitlinien. Mein Name ist Peter Thomas. Ich bin bei EQS im Bereich Beratung, Vertrieb und Implementierung von Compliance-Software, insbesondere webbasierten Hinweisgeberlösungen wie unser BKMS-System und die Integrity-Line tätig. Es wird diese Tage ja viel über die EU-Whistleblower-Richtlinie und die anstehende nationale Gesetzgebung diskutiert. Die EU-Richtlinie gibt Unternehmen vor, ein internes Hinweisgebersystem bereitzustellen im Sinne von, was ist zu tun. Wir reden heute jedoch über die entsprechende ISO-Norm, denn sie gibt konkrete Anleitungen, wie Sie ein Hinweisgebersystem tatsächlich betreiben und vor allem, wie Sie mit Meldungen in der Praxis umgehen können. Insofern freue ich mich auf unser Praxiswebinar und darf Ihnen hierfür Herrn Rechtsanwalt Dr. Lars Weihe von der Lucid Weihe Preg Rechtsanwälte Partnerschaft als Referenten vorstellen. Ich persönlich kenne Herrn Weihe aus Whistleblowing-Projekten bei gemeinsamen Mandanten und schätze neben seiner juristischen Expertise insbesondere seine langjährige Praxiserfahrung als Corporate Compliance Officer bei internationalen Konzernen. Bevor wir jetzt aber richtig in das Thema einsteigen, hier für Sie noch im Überblick die Funktionen unserer Webinar-Plattform. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie einige Icons, mit denen Sie die wichtigsten Module ein- und ausblenden können. Wenn Sie Hilfe mit dem System benötigen, klicken Sie auf das Icon mit dem Fragezeichen und beschreiben Sie kurz Ihr Problem. Unsere Backoffice-Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein. Im Kamerasymbol blenden Sie das Streaming-Fenster ein und aus und alle Fenster lassen sich auch mit der Maus per Drag and Drop hin und her schieben, so wie Sie es bevorzugen. Ziehen Sie sich das einfach an die entsprechende Position, vergrößern Sie gegebenenfalls die Vortragsunterlagen, da die teilweise mit kleiner Schrift daherkommen. Herr Weihe hat heute einiges zu berichten. Über die Sprechblase mit dem Fragezeichen können Sie zudem jederzeit Ihre Fragen einsenden. Wir nehmen die auf, werden versuchen, möglichst viele davon am Ende zu beantworten oder als Hausaufgabe für unseren Referenten mitzunehmen und Ihnen im Nachgang dann bestmöglich Antworten zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls im Nachgang werden wir Ihnen die Vortragsunterlagen, die Vortragspräsentation zukommen lassen. Das ist ja die gängige Frage. Ja, Sie bekommen die Vortragsunterlagen im Nachgang per E-Mail zugesendet. Aber nun, over to you, Herr Weihe, the floor is yours. Ja, herzlichen Dank, Herr Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir haben wenig Zeit, viel zu besprechen. Lassen Sie uns direkt loslegen. Jeder von Ihnen, der bei unserem Webinar zur neuen CMS-Zertifizierungsnorm ISO 37301 vor einer Woche dabei war, wird diese Struktur von Römisch 3 bis 9 hoffentlich sofort wiedererkennen. Und das ist kein Zufall. Vielmehr möchte die Internationale Organisation für Normung es uns als Anwendern hier tatsächlich möglichst einfach machen, indem sie eine sogenannte harmonisierte Struktur anwendet. Das heißt eben eine feste Abschnittsreihenfolge, einheitliche Terminologie und wir folgen diesem Plan-Do-Check-Act-Modell. Das soll den Unternehmen dabei helfen, ihre verschiedenen Managementsysteme zu verknüpfen bzw. über Schnittstellen zu integrieren. Die Musik spielt heute, so viel sei schon mal verraten, vor allen Dingen bei Römisch 6 und 7, Unterstützung und Betrieb. Aber bevor wir dazu kommen, lassen Sie uns kurz noch einmal reflektieren, warum uns Hinweisgeber-Management-Systeme überhaupt interessieren sollen. Den wohl offensichtlichsten Grund, warum jedes Unternehmen ein Hinweis-Management-System haben oder schleunigst einführen sollte, hat Herr Thomas eben schon erwähnt. Das ist natürlich die berühmte EU-Hinweisgeber-Richtlinie, die eigentlich schon seit dem 17. Dezember letzten Jahres in nationales Recht umgesetzt sein sollte. Wie Sie alle wissen, hat die GroKo es letztes Jahr nicht mehr rechtzeitig geschafft, das Hinweisgeberschutzgesetz, das schon als Entwurf vorlag, zu verabschieden.
Unsere Ampelregierung hat sich immerhin schon darauf verständigt, die Richtlinie rechtssicher und praktikabel umzusetzen und dabei wohl auch über die Mindestanforderungen der Richtlinie hinauszugehen. Sprich, der Hinweisgeber wird nicht nur bei Meldungen von Verstößen gegen EU-Recht geschützt, sondern auch bei Hinweisen von erheblichen Verstößen gegen nationale Vorschriften oder sonstigen erheblichen Verhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt, heißt es da. Wie das im Detail umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Meines Wissens hat die EU-Kommission inzwischen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und gut 20 weitere Mitgliedstaaten aufgrund der verspäteten Umsetzung der Richtlinie eingeleitet. Mehr dazu weiß ich aktuell leider auch nicht. Klar ist, das deutsche Gesetz wird kommen. Wann genau und mit welchem konkreten Inhalt, kann ich Ihnen im Moment leider auch nicht sagen. Aber mal ganz abgesehen von dieser rechtlichen Verpflichtung sind Hinweismanagementsysteme natürlich auch aus anderen Gründen sinnvoll bzw. sogar dringend geboten. Wie wir letzte Woche gelernt haben, ist eine solche Lösung zur Aufdeckung und gegebenenfalls Sanktionierung von Fehlverhalten ja ein Pflichtelement in jedem wirksamen Compliance-Management-System. Übrigens nicht nur nach der ISO 37301, sondern genauso nach dem IDW-Standard oder dem CMS-Standard des Deutschen Instituts für Compliance, der DIKO. Und warum ist ein Meldesystem nun so wichtig? Nun, weil es der Unternehmensführung als ein Frühwarnsystem dient. Das heißt, je schneller ein Missstand aufgedeckt wird, desto schneller kann dieser natürlich bekämpft und potenzieller wirtschaftlicher Schaden minimiert werden. Und außerdem, das finde ich persönlich auch wichtig, kann die Unternehmensführung auf diese Weise in den meisten Fällen natürlich das Heft des Handelns in der Hand behalten. Das heißt, sie kann häufig noch agieren und aktiv steuernd eingreifen, statt reagieren zu müssen. Ich kenne einige Unternehmensvertreter, die die beiden hier genannten Punkte schafft Vertrauen in die Organisation und fördert eine Kultur der Offenheit, Integrität und so weiter, sehr kritisch sehen oder sogar widersprechen würden. Sie fürchten eher einen Denunzianten- oder Spitzeltum, eine Kultur des Misstrauens. Das sehe ich persönlich anders. Hier kommt aus meiner Sicht der richtigen Kommunikation bei der Einführung des Systems eine ganz wichtige Bedeutung zu, um das Thema richtig einzugleisen und solchen Missverständnissen von Beginn an vorzubeugen. Doch wenn, das möchte ich auch sagen, wenn die Unternehmensleitung tatsächlich nicht von der Notwendigkeit und den Vorteilen eines Hinweismanagementsystems überzeugt ist, dann wird es natürlich enorm schwer für die Compliance-Funktion, eine solche Lösung wirksam im Unternehmen zu implementieren. Der größte Unterschied dieser ISO 37002 gegenüber der 37301, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, ist, wir haben hier keine Zertifizierungsnorm mit konkreten Anforderungen vor uns, sondern Leitlinien, was sich im Text der Norm durch den Begriff sollte widerspiegelt. Das heißt, Sie werden im gesamten Dokument kein Muss finden. Allerdings ist der Anwendungsbereich der ISO 37002 genauso breit. Das heißt, auch diese Norm soll auf Organisationen jeder Art und Größe anwendbar sein. Und entsprechend finden wir natürlich auch das korrespondierende Prinzip der Flexibilität wieder. Das heißt, diese Empfehlungen sind auf das jeweilige Unternehmen individuell anpassbar. Und auch die ISO 37002 ist so gefasst, dass das Hinweismanagementsystem entweder eigenständig oder in ein übergeordnetes Managementsystem integriert sein kann. In der Praxis wird das natürlich unser Compliance Management System CMS sein, das ja, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Hinweismanagement als elementaren Bestandteil fordert. Interessant und wichtig sind die drei hier explizit genannten Grundsätze oben links in dem Kästchen: Vertrauen, Unparteilichkeit und Schutz. Vertrauen meint hier nach meinem Verständnis eigentlich eher Vertraulichkeit des Verfahrens. Es geht aber natürlich auch um Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das System, damit es überhaupt genutzt wird. Unparteilichkeit ist tatsächlich ein absolutes Kernprinzip interner Compliance-Untersuchungen und wird oft zusammen genannt mit Fairness, Objektivität, Geltung der Unschuldsvermutung. Und mit Schutz ist an dieser Stelle natürlich vor allen Dingen der Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien jeder Art im Zusammenhang mit der Abgabe einer Meldung gemeint. Aber nicht nur. Auch der Schutz der durch den Hinweis betroffenen Person ist zu gewährleisten.
der Schutz des Hinweisgebers unter dieser Norm geht nach meinem persönlichen Empfinden teilweise erstaunlich weit. Das werden wir noch sehen. Und in diesem Kontext sollte die ISO eigentlich noch ein weiteres Prinzip erwähnen, das sich hier wirklich wie ein roter Faden durch die Norm zieht, und zwar die Transparenz. Das heißt, der Hinweisgeber hat unter der ISO 37002 ein wirklich sehr weitreichendes Recht auf Feedback zum Stand und Ablauf der Untersuchung. Das hätte ich, sage ich offen, in diesem Umfang nicht erwartet. Die beabsichtigten Ergebnisse, die hier unten noch genannt sind, die sind nicht weiter überraschend und spiegeln letztlich viele der Punkte wider, die ich auf der vorherigen Folie gerade schon erwähnt habe. So, kommen wir zu den 7 Elementen der Norm. Ich habe Ihnen wieder wie letzte Woche zur besseren Orientierung oben rechts in blauer Schrift den entsprechenden Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis der Norm reinkopiert. Am Anfang, nach unserer harmonisierten Struktur, steht natürlich wieder der Kontext der Organisation. Und spannend und wichtig, deshalb habe ich das hier rausgegriffen, finde ich Ziffer 4.3. Das ist Festlegen des Anwendungsbereichs. Hier stellt sich für Unternehmen zum einen mal die Frage, ob sie ihr Hinweismanagementsystem auch für Dritte, also insbesondere Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner öffnen wollen, oder ob nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das System nutzen dürfen. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich kein ganz klares richtig oder falsch hier. Manche Unternehmen haben vielleicht zu Recht die Sorge, dass Kunden den Sinn und Zweck des Systems missverstehen und das Compliance-Meldesystem mit irgendwelchen irrelevanten Beschwerden über zu hohe Preise oder ähnliche Themen fluten könnten, was natürlich wertvolle Ressourcen des Unternehmens für die Fallbearbeitung binden würde, ohne letztlich einen Mehrwert zu bringen. Auf der anderen Seite sind es nach meiner persönlichen Erfahrung in der Praxis tatsächlich recht häufig Geschäftspartner, die etwa Betrugs- oder Bestechungsversuche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Licht bringen. Das heißt, insofern hätte die Öffnung des Systems für Dritte also durchaus einen substanziellen Wert. Und man könnte den gelegentlichen Missbrauch des Systems dafür wohl in Kauf nehmen. Erwähnen möchte ich, habe ich hier auch rechts in meinem Kommentarkästchen, DCKG steht für den Deutschen Corporate Governance Codex. In dem heißt es hierzu nämlich, Beschäftigten soll auf geeignete Weise die Möglichkeit eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben. Und dann auch Dritten sollte diese Möglichkeit eingeräumt werden. Der Begriff sollte beschreibt im Kodex eine Anregung, von der sie ohne Begründung abweichen können. Gleichwohl hat sich die Regierungskommission damit immerhin positioniert. Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs 4.3 haben Sie zum anderen zu entscheiden, ob Sie die Meldung über das Hinweissystem thematisch beschränken wollen. Bei einigen Unternehmen werden Sie sehen, dass etwa nur Meldungen aus dem Bereich des Wirtschaftsstrafrechts, insbesondere zu Korruption, vielleicht noch zum Kartellrecht abgegeben werden können. Wenn Sie, wie viele Unternehmen, da eine webbasierte Lösung einrichten und nutzen, dann erreicht man das technisch recht einfach über eine im System vordefinierte Themenauswahl, die der Hinweisgeber sozusagen anklicken muss. Dazu kann Ihnen Herr Thomas später bestimmt noch mehr sagen. Die Frage für mich an dieser Stelle, ob das gut und gerechtfertigt ist. Die Sorge ist natürlich, wie schon im Zusammenhang mit der Öffnung des Systems für Dritte, ein Missbrauch des Hinweismanagementsystems für Themen, die eigentlich nichts mit Compliance im engeren Sinne zu tun haben. Was weiß ich, das Kantinenessen ist grauslich. Mein Chef gibt mir zu wenig Gehalt. Ich will einen MacBook und keinen alten Windows-Rechner und so weiter. Ganz im Ernst, alles schon gesehen. Auf der anderen Seite steht die Befürchtung, dass man durch eine zu starke thematische Beschränkung die gewünschte Funktion als Frühwarnsystem zu stark beschneidet und Hinweisgeber vielleicht sogar abschreckt, weil sie womöglich gar nicht wissen oder auch gar nicht rechtlich einordnen können, in welche Kategorie ihr Hinweis denn nun möglicherweise fällt. Ich persönlich bin eher ein Freund davon, das Hinweismanagementsystem thematisch nicht so sehr zu beschränken, sondern grundsätzlich Meldungen zu allen Themen zu erlauben, die ich auch in meinem Verhaltenskodex unter Compliance verorte, und dann notfalls lieber die Meldung an die entsprechenden Stellen im Unternehmen weiterleite, wenn ich feststelle, dass sie eben doch keine Compliance-Themen sind. Das ist letztlich aber auch ganz klar eine Frage von Ressourcen, die mir für den Betrieb meines Hinweismanagementsystems zur Verfügung stehen oder eben nicht. Und am Ende müssen wir alle natürlich auch beobachten, wie
beziehungsweise was das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz dazu sagen wird. Ein letzter Punkt in diesem Kontext, gerade jetzt noch in internationalen Konzernen wahrscheinlich für ziemlich viel Unruhe sorgt, ist die Frage, darf ich unter der EU-Hinweisgeberrichtlinie ein zentrales Hinweismanagementsystem für mein Unternehmen einrichten oder braucht jedes Land seine eigene lokale Lösung und lokale Untersuchungsressourcen, also ein dezentrales System? Hier steht natürlich ein ganz gewaltiger Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Unternehmen im Raum, falls Konzerne tatsächlich verpflichtet wären, separate Hinweiskanäle und Untersuchungsressourcen vorzuhalten. Letzter Stand nach meiner Kenntnis. Die EU-Kommission hat in 3 Schreiben aus dem Sommer, ich glaube Juni, Juli letzten Jahres darauf hingewiesen, dass die Whistleblower-Richtlinie die Zentralisierung interner Meldekanäle bei einer Konzerngesellschaft nicht zulasse. Begründet wurde das etwa damit, dass dem Hinweisgeber ein lokales, ein niederschwelliges Angebot gemacht werden muss, dass solche dezentralen Systeme zu einer höheren Effektivität des Whistleblower-Schutzes beitragen und dass man damit letztlich auch näher am Hinweisgeber und dem zugrunde liegenden Sachverhalt sei. Ich will und kann das jetzt an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht weiter ausführen. Ich glaube, am Ende wird es für die Konzerne eine gewisse Kreativität gefragt sein, um da mögliche gesetzliche Spielräume auszuloten. Last but not least, Transparenz, wie schon erwähnt, in Form von Feedback wird empfohlen, und zwar, wie es hier heißt, über den gesamten Prozess hinweg. Ob das wirklich funktionieren kann, das sehen wir gleich noch. Wie eingangs schon gesagt, wenn der Aufsichtsrat und oder der Vorstand bzw. Geschäftsführung den Sinn und Zweck eines Hinweismanagementsystems kritisch sehen und letztlich vielleicht gar keine echte Speak-up-Kultur wollen, weil sie eine Kultur des Misstrauens, Stasi-Methoden oder was auch immer fürchten oder weil ihnen das Ganze einfach zu aufwendig und zu teuer erscheint, dann ist das Projekt Hinweismanagementsystem aus meiner Sicht tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Hier sind von der Unternehmensführung und von der Compliance-Funktion wirklich echte Überzeugungen und ein glaubwürdiges Bekenntnis und vor allen Dingen auch eine gute und konsistente Kommunikation gefragt, damit das Hinweismanagementsystem überhaupt eine reale Chance hat, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die hier in 532 erwähnte Hinweismanagement-Funktion, die die Verantwortung und Befugnis für dieses System innehat, wird in aller Regel schon aufgrund der Sachnähe und Kompetenz die Compliance-Funktion unter dem Compliance-Management-System sein. Je nach Unternehmensgröße kann das dann wiederum eine eigene Compliance-Investigations-Abteilung zum Beispiel sein. Wie wir später noch unter Ziffer 7 bei der Unterstützung sehen werden, können Unternehmen aber eben auch wesentliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb des Systems an extern übertragen, insbesondere wenn unternehmensintern keine entsprechenden Ressourcen oder keine entsprechende Kompetenz vorhanden sind. Zur Planung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Spannend fand ich persönlich vor allem diesen einen hier zitierten Halbsatz in Ziffer 6.1. Da heißt es, die Organisation sollte planen, wie Vorkommnisse zu behandeln sind, in denen Fehlverhalten außerhalb der Organisation gemeldet werden, zum Beispiel den zuständigen Behörden. Das ist in der Tat eine Situation, mit der man sich vorsorglich mal auseinandersetzen sollte, weil der Hinweisgeber eben nicht verpflichtet ist, den internen Meldekanal des Unternehmens zu nutzen, sondern sich auch direkt alternativ oder kumulativ an die Behörden, die Presse oder sonst wie an die Öffentlichkeit wenden kann. Aus Unternehmenssicht ist das eigentlich der Super-GAU, weil ich damit eben dieses Heft des Handelns, von dem ich eingangs sprach, nicht mehr selbst in der Hand halte. In der Praxis finde ich das nicht so einfach, sich hier ein passendes Playbook oder wie auch immer Sie das nennen wollen, zu erstellen, das alle denkbaren Situationen abdeckt. Weil es wird für die Aktionsmöglichkeiten Ihres Unternehmens schon einen erheblichen Unterschied machen, ob sich der Hinweisgeber jetzt an das Bundeskartellamt, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Gewerbeaufsicht oder an die Bild-Zeitung gewandt hat. Häufig empfiehlt sich natürlich eine Kooperation mit den Behörden, was aber nicht heißt, dass das Unternehmen keine Rechte hätte oder diese nicht wahrnehmen sollte. Was eine interne Ermittlung definitiv nicht tun sollte, ist die Ermittlung der zuständigen Behörden in irgendeiner Weise zu behindern.
Diesbezüglich gab es schon ein paar wirklich interessante und zum Teil auch sehr recht kontrovers diskutierte Ansätze und Vorschläge in diesem Entwurf des Verbandssanktionengesetzes aus dem letzten Jahr, der aber, wie Sie wissen, nie in Kraft getreten ist. Hier bin ich gespannt, was sich die Ampelkoalition dazu noch einfallen lässt. Ansonsten in diesem Zusammenhang Krisenkommunikation bzw. Krisenmanagement als dringende Handlungsempfehlung, vor allen Dingen natürlich für den Fall, dass sich der Hinweisgeber an die Presse gewandt hat und vielleicht sogar die Reputation meines ganzen Unternehmens auf dem Spiel steht. So, Unterstützung. Das ist ein langer und wichtiger Abschnitt in der Norm. Es geht los mit Ressourcen. Da heißt es, diese können intern oder extern zur Verfügung gestellt werden. Wie eben schon erwähnt, werden wahrscheinlich gerade kleinere und mittlere Unternehmen oft nicht in der Lage sein, ein Hinweismanagementsystem vollständig allein zu betreiben. Und damit meine ich zum einen die technische Lösung, die Herr Thomas gleich nochmal für die EQS Group vorstellt, zum anderen aber eben auch die systematische Bearbeitung der eingehenden Meldung. Wenn man hier diese Liste in Ziffer 7.2 Kompetenz liest, dann fragt man sich vielleicht, wo um alles in der Welt man solche Überflieger finden soll und was die wohl kosten mögen. Spaß beiseite, das ist natürlich alles richtig und wichtig, was hier aufgelistet ist. Und im Grunde müsste man sogar noch ein paar weitere Fähigkeiten ergänzen, gerade im Zusammenhang mit der Durchführung von Interviews bei internen Untersuchungen. Aber insoweit gilt tatsächlich, wie schon erwähnt, notfalls eben kompetente externe Hilfe dazu holen. Das kann auch gerade in kleineren Organisationen bereits unser Prinzip der Unparteilichkeit gebieten, wenn die Compliance-Funktion jetzt zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen konfrontativ befragen müsste, mit denen sie vielleicht seit Jahren freundschaftlich verbunden ist, es sonst aber intern einfach niemanden gibt, der die Interviews kompetent durchführen könnte. Unter Personalschulung und Sensibilisierungsmaßnahmen wird ein interessanter Punkt angesprochen, der ansonsten in der Norm kaum auftaucht, soweit ich das gesehen habe, nämlich die Abgabe wissentlich falscher Meldungen. Ja, Hinweisgebersysteme können missbraucht werden und werden in der Praxis auch hin und wieder missbraucht, zu persönlichen Zwecken, um unliebsame Kolleginnen und Kollegen anzuschwärzen oder aus sonstigen niederen Beweggründen. Das ist aus meiner Sicht bereits im Rahmen der ersten Kommunikation bei der Einführung des Hinweismanagementsystems von der Unternehmensleitung glasklar zu adressieren. Wir wollen eine Speak-up-Listen-up-Kultur und wir ermutigen Sie auch ausdrücklich, uns mögliches Fehlverhalten nach bestem Wissen und Gewissen zu melden. Wir werden Sie zweitens als Hinweisgeber mit allen uns zur Verfügung stehenden angemessenen Mitteln vor Nachteilen schützen, auch wenn sich Ihr Hinweis im Ergebnis vielleicht als falsch herausstellt bzw. kein Compliance-Verstoß festgestellt werden kann. Aber drittens, wir werden keinen Missbrauch unseres Hinweismanagementsystems dulden, sondern jeden Missbrauch konsequent mit entsprechenden disziplinarischen und rechtlichen Mitteln verfolgen und ahnden oder so in etwa. Zu Kommunikation habe ich eigentlich schon alles gesagt. Kommunikation ist extrem wichtig, damit das Hinweismanagementsystem in der Organisation verstanden, akzeptiert und auch wie beabsichtigt genutzt wird. Die Norm erwähnt hier im unteren Teil sehr viel ausdrückliche Kommunikationskanäle und explizit auch dieses Informationspaket für neue Mitarbeiter. Ich habe das tatsächlich immer bekommen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es das heutzutage überhaupt noch gibt, weil ich finde Compliance im Onboarding-Prozess tatsächlich unglaublich wichtig, um gleich am Anfang des Beschäftigungsverhältnisses auch den richtigen Ton zu setzen und die Werte zu verankern. Jetzt wird es spannend zur Wichtigkeit von dokumentierter Information und dem Problem mit diesen gelebten, aber eben nicht dokumentierten Prozessen habe ich mich in unserem Webinar vergangene Woche ja schon recht ausführlich ausgelassen. Den letzten Spiegelstrich da bei Ziffer 751, den verstehe ich ehrlich gesagt selbst nicht so ganz, was die Kompetenz der Personen mit dem Umfang dokumentierter Information zu tun haben soll, das erschließt sich mir nicht ganz. Aber sei es drum. Im Kontext des Hinweismanagements und der Durchführung interner Untersuchungen stellt sich mit Blick auf dokumentierte Informationen natürlich besonders spannende Fragen in Bezug auf den Datenschutz. Und dem hat die ISO hier auch tatsächlich einen kurzen Abschnitt in der Norm spendiert, wie Sie sehen.
wir haben jetzt hier im Rahmen dieses Webinars nicht die Zeit, auf die datenschutzrechtlichen Aspekte wirklich im Detail einzugehen. Da ist auch nach meinem Eindruck sehr vieles noch im Fluss und zu wenigen Punkten gibt es schon sowas wie eine gefestigte Rechtsprechung oder herrschende Meinung. Erwähnen möchte ich aber wenigstens hier einen Fall, von dem manche von Ihnen vielleicht schon gehört haben und der kürzlich vom Bundesarbeitsgericht entschieden wurde. Da hatte ein Mitarbeiter eines großen deutschen Automobilherstellers seinen Arbeitgeber in erster und zweiter Instanz erfolgreich auf Herausgabe aller über ihn im Unternehmen vorhandenen Leistungs- und Verhaltensdaten verklagt, einschließlich solcher aus Compliance-Untersuchungen. Der Automobilkonzern hatte sich unter anderem mit dem Argument verteidigt, dass die Identität von Hinweisgebern aber doch vertraulich bleiben müsse. Dem sind zunächst das Arbeitsgericht Stuttgart und auch das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg nicht gefolgt und haben den Automobilkonzern tatsächlich zur Herausgabe der Daten verurteilt. In letzter Instanz hat das Bundesarbeitsgericht die Klage des Mitarbeiters abgewiesen. Nach meinem Verständnis allerdings nicht, weil nach Ansicht des Gerichts das Interesse am Schutz der Identität des Hinweisgebers, das Interesse des Klägers an Auskunft überwiegt. Dazu hat sich das BAG, soweit ich das weiß, gar nicht geäußert, sondern weil der Kläger aus Sicht des Gerichts eben nicht hinreichend konkretisiert hatte, zu welchen personenbezogenen Daten er denn konkret Auskunft verlangt. Wir werden vor diesem Hintergrund, denke ich, garantiert noch einige weitere Urteile sehen, die hoffentlich mehr Klarheit zum Verhältnis zwischen Datenschutzrecht und Hinweisgeberschutz im Rahmen von internen Compliance-Untersuchungen bringen werden. Last but not least, die Vertraulichkeit, absolutes Kernprinzip interner Untersuchungen, hätte ich persönlich systematisch eher unter der folgenden Ziffer 8 Betrieb verortet, als hier bei Unterstützung, aber an der Wichtigkeit des Grundsatzes ändert das natürlich nichts. Und hier geht es, um das auch nochmal ausdrücklich zu betonen, eben auch nicht nur um den Schutz des Hinweisgebers, sondern gleichsam auch um den Schutz der durch den Hinweis betroffenen, also letztlich beschuldigten Person, für die natürlich die Unschuldsvermutung gelten muss. So, unter dem Begriff Betrieb geht es jetzt ans Eingemachte, nämlich um die Entgegennahme, die Bewertung und die Behandlung von Meldungen über Fehlverhalten und dann über den Abschluss der Fallbearbeitung. Hierzu könnten wir jetzt locker einen Ganztagesworkshop füllen. Ich beschränke mich daher jetzt mal wirklich auf die ganz wesentlichen Aspekte. Bei der Entgegennahme von Meldungen, 8.2, da geht es letztlich um den Meldekanal als solchen, also den Briefkasten, wenn Sie so wollen. Da sagt die ISO, dieser sollte sichtbar, zugänglich und sicher sein. Hier werden in der Norm ausdrücklich auch die Vorzüge webbasierter Online-Dienste betont, wie sie die EQS Group eben zum Beispiel mit der Integrity Line anbietet oder dem BKMS-System. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit dem Hinweisgeber zum Beispiel über ein sicheres Postfach zu kommunizieren, dann sollten Sie sich natürlich überlegen, welche Informationen Sie gegebenenfalls noch benötigen, um im folgenden Schritt dann die Bewertung des Hinweises vornehmen zu können. Ich habe hier mal ein paar mögliche Fragen an den Hinweisgeber aufgelistet, das ist aber definitiv nicht abschließend. Feedback, ja, der Hinweisgeber muss zeitnah darüber informiert werden, dass sein Hinweis eingegangen ist und bearbeitet wird. Aus Unternehmenssicht allein schon deshalb, um zu verhindern, dass er sich andere, dann eben wohl externe Meldewege sucht, aber auch um die Glaubwürdigkeit meiner kommunizierten Speak-up-Kultur nicht zu gefährden. Aber die Grenze ist aus meiner Sicht spätestens dort erreicht, wo ich durch die Transparenz und das Feedback letztlich die Integrität und den Erfolg meines Untersuchungsprozesses gefährden könnte. Ich persönlich würde einem Hinweisgeber zum Beispiel nicht mein Untersuchungsteam vorstellen oder ihm im Detail meine geplanten Untersuchungsschritte berichten, wenn dadurch die Gefahr bestünde, dass vielleicht Personen gewarnt würden, sich abstimmen können, Beweismittel beiseite geschafft werden oder letztlich eben die Vertraulichkeit der Untersuchung gefährdet werden könnte. Das ist aber natürlich eine Einzelfallabwägung und Entscheidung, um die Sie am Ende nicht herumkommen werden. Dann kommt nach der ISO-Norm die Bewertung des gemeldeten Fehlverhaltens. In größeren Unternehmen prüft man nach meiner Erfahrung erstmal an dieser Stelle im Rahmen einer Art Systemprüfung, ob dieser berichtete Fall vielleicht schon bekannt ist. Aber möglicherweise hat derselbe oder ein anderer Whistleblower
den Sachverhalt bereits berichtet und jemand aus der Hinweismanagement-Funktion hat den Fall vielleicht sogar schon im System angelegt und erste Schritte geplant oder unternommen. Falls der Hinweis tatsächlich neu ist, dann nimmt man jetzt eine Plausibilisierung vor, so kenne ich das zumindest. Das ist eine Art überschlägige, summarische Prüfung, in der man sich fragt, ist es möglich, ist es überhaupt denkbar, dass dieser Hinweis hier zutreffend sein könnte oder habe ich kompletten Unsinn vor mir? Das heißt, je nach Inhalt des Hinweises prüfe ich zum Beispiel, existiert dieser fragliche Mitarbeiter oder die fragliche Gesellschaft überhaupt? Steht mein Unternehmen überhaupt in einer Geschäftsbeziehung zu dem fraglichen Kunden oder Lieferanten, der hier im Hinweis genannt ist? Für diese Plausibilisierung sammle ich noch keine Beweise, sondern ich mache höchstens einen kurzen Check in meinen internen Systemen oder im Internet. Dann prüfe ich, sind irgendwelche Sofortmaßnahmen notwendig? Das betrifft eher krasse Fälle, in denen unmittelbar nach Eingang und erster Plausibilisierung akute Maßnahmen ergriffen werden müssen. Zum Beispiel sofortiger Bericht an den Vorstand oder Aufsichtsrat. Wird hier vielleicht eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter physisch bedroht? Muss ich die Polizei einschalten? Geht vielleicht eine Gefahr für Leib und Leben von unseren Produkten aus? Muss ich eine Behörde involvieren? Ist dieser Sachverhalt vielleicht öffentlichkeitswirksam? Besteht Medieninteresse? Und natürlich auch, muss ich eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter hier sofort kündigen oder sie sofort beurlauben? Letzter Schritt. Wir sind eigentlich immer noch vor der eigentlichen Untersuchung. Ich ordne das Thema rechtlich ein. Also ich unterstelle mal, dass jetzt die behaupteten Fakten wahr sind und dann allokiere ich das Thema intern. Das heißt, ich frage mich, worum geht es denn jetzt hier in der Sache? Ist es Korruption, geht es um Kartellrecht, geht es um Produktsicherheit, geht es um HR-Themen oder eine Kombination von allem? Und dann, welche Funktion sollte sich nach unserer internen Aufgabenverteilung um das Thema kümmern? Und meine Plausibilisierung endet dann letztlich mit einer Empfehlung. Das heißt, eine Untersuchung dieses Hinweises ist durchzuführen oder nicht durchzuführen und gegebenenfalls von wem. Das wird normalerweise, so kenne ich das in meinem Fallbearbeitungstool, als Plausibility Pack oder wie auch immer entsprechend dokumentiert. Da schreibe ich dann zum Beispiel, der Hinweis eingegangen am so und so vielten ist hinreichend substanziiert. Eine förmliche Untersuchung durch XY ist einzuleiten, weil. Bevor wir gleich unter 8.4 der Norm zur Behandlung des Hinweises, also zu der eigentlichen Untersuchung kommen, noch ein, zwei Sätze hier zu 832, Bewertung und Vorbeugung von Risiken nachteiliger Behandlung. Primäres Ziel der Whistleblower-Richtlinie ist, wie wir alle wissen, der Schutz von Hinweisgebern von nachteiliger Behandlung. Dass aber die ISO das in dieser Form und Deutlichkeit hier aufgreift und Unternehmen empfiehlt, tatsächlich bei jeder Meldung das Risiko einer nachteiligen Behandlung proaktiv zu bewerten und dann gegebenenfalls Maßnahmen zur Verhinderung zu identifizieren und umzusetzen, das hat mich tatsächlich etwas überrascht. Ich bin sehr gespannt, was das deutsche Umsetzungsgesetz in dieser Hinsicht von den Unternehmen verlangen wird. Nun geht es unter Ziffer 8.4 tatsächlich um die Behandlung von gemeldeten Fehlverhalten, also die eigentliche Untersuchung. Dieser robuste Untersuchungsprozess, den die Norm hier beschreibt und die ihm zugrunde liegenden Prinzipien, also Legalitätsprinzip, Vertraulichkeit, Verhältnismäßigkeit, Objektivität und Fairness, all das sollte angemessen dokumentiert sein. Warum? Weil interne Compliance-Ermittlungen häufig wirklich sehr komplexe Prozesse sein können, bei denen in der Regel verschiedene Stakeholder mit ganz unterschiedlichen Interessen involviert sind, bei denen Stress, Emotionen, zeitlicher Druck vorhanden sind und bei denen man auch zu jeder Zeit tatsächlich viele Fehler machen kann, die letztlich den Untersuchungserfolg gefährden können. Und in so einer Situation wollen Sie eine Grundlage haben, auf die Sie sich stützen und verlassen können. Weil Sie erst, wenn Sie erst anfangen, im Zuge der laufenden Ermittlungen darüber nachzudenken, wann und wie Sie vielleicht Ihren Betriebsrat einbinden, wie Ihnen die IT helfen kann, Dokumente zu sammeln und zu filtern, welche arbeitsrechtlichen, datenschutzrechtlichen Regeln Sie beachten müssen, wie man ein Interview mit einem Hinweisgeber, einem Zeugen oder einem Beschuldigten führt, wer für was verantwortlich ist und wie man das alles dokumentiert, dann können Sie eigentlich schon einpacken.
Das beginnt übrigens auch schon mit dem in meinem Kommentarkästchen erwähnten Untersuchungsmandat, das ebenfalls dokumentiert sein sollte. Was meine ich damit? Das ist quasi die förmliche Autorisierung oder Legitimierung für das Untersuchungsteam, auf dessen Basis dann gearbeitet wird. Da wird dann vor allen Dingen der Untersuchungsgegenstand definiert, vergleichbar vielleicht mit einem Durchsuchungsbeschluss oder einem Ermittlungsauftrag bei staatlichen Behörden. Das dient letztlich dem Schutz und der Bestärkung des Untersuchungsteams. Da machen wir uns nichts vor. So eine Compliance-Untersuchung hat einen gewissen Eingriffscharakter. Und da möchte ich als interne Ermittlerin oder Ermittler natürlich sicher sein, dass das, was ich da tue, von meinem Unternehmen auch tatsächlich gewollt und autorisiert ist. In der Norm geht es jetzt an dieser Stelle wieder um den Schutz des Hinweisgebers von nachteiliger Behandlung und sonstiger Unterstützung. Was die ISO hier empfiehlt, finde ich zum Teil sehr interessant. Vor allen Dingen, dass in Ziffer 842 auch eine finanzielle Unterstützung des Hinweisgebers durch das Unternehmen erwogen wird. Das habe ich persönlich, muss ich sagen, in meiner Praxis jetzt in Europa und in China tatsächlich noch nicht erlebt. Und ich frage mich auch, ob das wirklich ein angemessenes Mittel und Incentive ist. Ansonsten klar, wer dem Hinweisgeber Schaden zufügt oder ihn aufgrund seiner Hinweisabgabe in sonstiger Weise benachteiligt, muss mit disziplinarischen und rechtlichen Konsequenzen rechnen. Wie schon erwähnt, zu schützen ist aber eben nicht nur der Hinweisgeber, sondern auch die Person, die Gegenstand der Meldung ist. Wie geht das konkret? Durch Schutz der Identität, striktes Need to Know und durch ein Verfahren, in dem eben die Unschuldsvermutung gilt und der betroffenen Person auch rechtliches Gehör gewährt wird. Das ist wirklich wichtig, dass bei einer internen Untersuchung be- und entlastende Fakten ergebnisoffen ermittelt und objektiv bewertet werden. Es geht bitte nicht darum, als quasi private Ermittlungsbehörde hier einen Täter zu überführen. Wenn im Rahmen der Untersuchung nun ein Fehlverhalten festgestellt wurde, dann sollte die Organisation nicht nur, wie es hier in den Empfehlungen zwangsläufig heißt, sondern dann muss die Organisation handeln. Das heißt, das Unternehmen hat hier nach herrschender Meinung kein Entschließungsermessen. Sonst entstünde nämlich am Ende der Eindruck, dass Rechts- und Regelverstöße geduldet würden und ein funktionierendes CMS wäre damit nicht mehr gewährleistet. Art und Umfang der Reaktion bzw. Sanktion, die stehen dagegen im Ermessen des Unternehmens. Die Sanktion muss angemessen und natürlich durch das Management getragen sein. Sie sollte zudem klar sein, konsistent und möglichst zeitnah erfolgen. Einige Unternehmen, kenne ich, haben für diesen Zweck ein Compliance Committee, also so eine Art Disziplinarausschuss eingerichtet, der dann nach festen Regeln und Grundsätzen arbeitet. Ich glaube, für größere Unternehmen ist es sinnvoll, für kleinere wahrscheinlich eher nicht. Nicht zu vergessen bitte auch natürlich, dass das Fehlverhalten abgestellt wird, falls es noch andauert. Und dass ich prüfe, wie es zu diesem Fehlverhalten überhaupt kommen konnte und wie ich dafür sorgen kann, dass sich solch ein Compliance-Verstoß nach Möglichkeit nicht wiederholt. Das können zum Beispiel Prozessänderungen sein, neue, bessere Richtlinien, neue, passendere Schulungen, stärkerer Tone from the top, effektivere Kontrollen, solche Sachen. Alle aufgedeckten Mängel sollte ich dann in einem geordneten und überwachten Prozess zeitnah beseitigen. Verantwortlich hierfür ist in der Regel das Geschäft, das lokale Management. In der Praxis spielt aber, wenn man diese Funktion hat, auch die interne Revision als Kontrollinstanz häufig eine wichtige Rolle. Wenn im Rahmen der Untersuchung kein Fehlverhalten festgestellt wurde, dann kann es unter Umständen natürlich auch geboten sein, die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter, die oder der von dem Vorwurf betroffen ist, förmlich zu exkulpieren, zum Beispiel durch einen entsprechenden Clearing Letter. So oder so sollten die wesentlichen Fakten, die Untersuchungsschritte, die Entscheidungen, die Reaktionsmaßnahmen und auch eine zugrunde liegenden Erwägungen in Form eines Abschlussberichts oder, wenn ich so ein elektronisches Case Management Tool nutze, in diesem angemessen dokumentiert sein. Die ISO regt hier an dieser Stelle auch noch an, dem Hinweisgeber gegebenenfalls eine wie auch immer geartete Anerkennung zuteil werden zu lassen.
finde ich persönlich gesagt eher fragwürdig, weil letztlich hat der Hinweisgeber ja nur das getan, was die Unternehmensführung von jedem Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter in dieser Situation erwarten würde. Speak up. Kritischer finde ich allerdings die Aussage, die geplanten und durchgeführten Maßnahmen sowie jedwede Untersuchungsergebnisse sollten zeitnah dem Hinweisgeber und den relevanten interessierten Parteien mitgeteilt werden. Eine ähnliche Empfehlung hatten wir eben schon mal. Also ich finde, man muss hier das Prinzip der Transparenz, das wirklich ohne Frage enorm wichtig ist, sorgfältig gegen den Grundsatz der Vertraulichkeit abwägen und sich wirklich gut überlegen, ob man wirklich auch vor allen Dingen geplante Maßnahmen in einer laufenden Ermittlung einem Hinweisgeber gegenüber offenlegen sollte. Bewertung der Leistung meines Systems. Das ist kurz gesagt ein schwieriges Unterfangen, weil sich viele Fakten wirklich in die eine oder andere Richtung interpretieren lassen. Beispiel: Letztes Jahr hatte unser Unternehmen nur 5 Meldungen, im Vorjahr 20. Das heißt, unser CMS funktioniert großartig und wir haben so gut wie keine Compliance-Themen mehr. Oder heißt es vielleicht genau im Gegenteil, dass aus irgendeinem Grund die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Meldekanal meines Unternehmens nicht nutzen und erhebliche Compliance-Risiken irgendwo schlummern, von denen ich nichts weiß. Aufschlussreicher finde ich einen Blick auf die Art der berichteten Themen und auch über auf die Länder bzw. Regionen, aus denen die Meldungen kommen oder eben auch nicht kommen. Wenn jetzt zum Beispiel 8 von 10 Meldungen den Bereich Kartellrecht betreffen, dann weiß ich ziemlich sicher, dass in diesem Bereich für mein Unternehmen dringender Handlungsbedarf besteht. Wenn 9 von 10 Meldungen aus Indien kommen und eine aus dem Rest der Welt, dann muss ich mich mit Blick auf meine Compliance-Kultur und Kommunikation fragen, woran das liegen kann. Last but not least, Ziffer 10, die Verbesserung, basierend natürlich wieder auf unserem Plan-Do-Check-Act-Modell. Wenn ich beispielsweise im Rahmen meiner Bewertung der Leistung anhand von Mitarbeiterbefragungen erkenne, dass in gewissen Ländern kaum jemand meinen internen Meldekanal kennt oder dass 9 von 10 diese Lösung gar nicht nutzen, weil sie nicht benutzerfreundlich ist, oder weil sie das Gefühl haben, dass das Unternehmen so eine Speak-up-Kultur eigentlich gar nicht will. Oder wenn ich sehe, dass jeder zweite Hinweisgeber das Unternehmen binnen 6 Monaten nach Abgabe eines Hinweises unter mysteriösen Umständen verlässt, dann habe ich ganz offensichtlich erheblichen Verbesserungsbedarf für mein Hinweismanagementsystem. Wie immer, sämtliche geplanten und durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen bitte angemessen dokumentieren. So, das war wieder ein schneller Ritt, mein Kurzüberblick. Was sollten Sie bitte mitnehmen? Im Gegensatz zur ISO 37301 für die Compliance-Management-Systeme haben wir hier keine prüf- und zertifizierbaren Anforderungen vor uns, sondern unverbindliche Empfehlungen. Das Hinweismanagementsystem sollte sinnvollerweise in das CMS Ihres Unternehmens integriert sein, weil die Aufklärung möglicher Verstöße und die angemessene Reaktion darauf eben ein Kernbestandteil wirklich jedes wirksamen CMS ist. Das Hinweismanagement, das dient vor allen Dingen als Frühwarnsystem der Unternehmen. Das heißt, für die Unternehmensführung muss es darum gehen, Meldungen von Fehlverhalten zu fördern und zu unterstützen und die Hinweisgeber und betroffenen Personen wirksam zu schützen. Dafür ist vor allen Dingen bei der Einführung des Hinweismanagements eine gute und konsistente Kommunikation gefragt, um Missverständnissen vorzubeugen. Nochmal, es geht beim Whistleblowing nicht um Denunziantentum, sondern darum, letztlich zum Wohle des Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schäden zu verhindern. Außerdem muss die Unternehmensleitung sicherstellen, dass Meldungen in einem geordneten und fairen Verfahren zeitnah geprüft und bearbeitet werden. Notfalls durch die Auslagerung von Tätigkeiten auf qualifizierte Externe. Das kann gerade bei kleineren Organisationen unerlässlich sein, um die Unabhängigkeit und Objektivität des Verfahrens zu gewährleisten. Sie müssen für Ihr Unternehmen individuell abwägen und entscheiden, ob Sie das Meldesystem auch für Dritte öffnen wollen und ob Sie den Anwendungsbereich thematisch eingrenzen wollen. Außerdem sollten Sie, wenn Sie in einer internationalen Konzernstruktur sind, natürlich genau verfolgen, was sich jetzt in der politischen Diskussion in puncto zentrales oder dezentrales Hinweisgebermanagementsystem tut.
Transparenz bzw. Feedback ist ein enorm wichtiges Prinzip, um Vertrauen in das Meldesystem zu schaffen und damit auch die Nutzung zu fördern. Auf der anderen Seite muss Transparenz wirklich sorgfältig abgewogen werden gegen das andere Kernprinzip, nämlich die Vertraulichkeit der Untersuchung. Erstellen Sie für sich bitte ein Dokument, egal ob Sie es Untersuchungsrichtlinie, SOP für Meldung oder wie auch immer nennen, in dem Sie für Ihr Unternehmen die wesentlichen Zuständigkeiten und den Ablauf skizzieren. Vom Eingang der Meldung über die Plausibilisierung, die rechtliche Bewertung, die eigentliche Untersuchung bis zum Abschluss der Fallbearbeitung in Form eines Abschlussberichts. Und skizzieren Sie in dem Dokument bitte auch, welche Untersuchungsprinzipien und welche rechtlichen Anforderungen, vor allen Dingen in den Bereichen Arbeitsrecht und Datenschutz, an welcher Stelle möglicherweise oder fast sicher zu beachten sind. Schauen Sie, ob für Ihr Unternehmen der Abschluss einer Betriebsvereinbarung, wenn Sie einen Betriebsrat haben, für interne Ermittlungen sinnvoll sein könnte, um komplexe Abstimmungen in Situationen zu vermeiden, in denen Sie schlicht und einfach keine Zeit und keine Muße dafür haben werden. Seien Sie vorsichtig bitte bei der Bewertung des Hinweismanagementsystems. Da besteht tatsächlich eine große praktische Gefahr, dass bestimmte Erkenntnisse und Fakten fehlgedeutet werden. Nutzen Sie vor allen Dingen Mitarbeiterbefragungen, um Verbesserungspotenzial für Ihr Hinweismanagementsystem zu identifizieren und umzusetzen. Und last but not least, um auch gleich den Bogen jetzt zu Herrn Thomas und der EQS Group zu schlagen, seien Sie durchaus bitte kritisch bei der Auswahl der für Ihr Unternehmen passenden technischen Lösungen. Da gibt es inzwischen viele Anbieter. Ich finde, für größere Unternehmen, die Hinweise überwiegend selbstständig bzw. intern entgegennehmen und bearbeiten, die Verbindung dieses Meldekanals mit einem Case-Management-Tool sehr nützlich, dass sie bestenfalls dann sogar noch an Ihren für Ihr Unternehmen definierten Untersuchungsprozess individuell anpassen können. Fazit, ein Satz. Ich finde die ISO hilfreich, vor allen Dingen für Unternehmen, die nun im Zuge der Umsetzung der Richtlinie erstmals so ein Hinweismanagementsystem einrichten wollen oder müssen. Aber letztlich auch für Unternehmen mit schon etablierten Systemen lohnt sich ein Blick in die Norm, um zu schauen, ob sie vielleicht einzelne Empfehlungen zur Verbesserung ihres bestehenden Systems nutzen können. Und damit übergebe ich an den Herrn Thomas von der EQS Group und bedanke mich an der Stelle erstmal sehr herzlich für Ihr Interesse. Sehr herzlichen Dank, Herr Weihe, für den sehr differenzierten, systematischen und aus der Praxis gespeisten Vortrag. Ich bin beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt und sage Hut ab, all die Herausforderungen, die Sie als Compliance-Verantwortliche in den Unternehmen, in den Organisationen bewältigen müssen. Und umso wichtiger denke ich, dass Sie systematisch professionelle und arbeitserleichternde Werkzeuge auch bei der Implementierung Ihres Hinweismanagementsystems zu Hilfe nehmen. Und dafür stehen wir als EQS Group mit unseren Hinweismanagementsystemen einerseits der Integrity Line, die vielfältig bekannt und etabliert ist weltweit, als auch das BKMS-System seit bald 20 Jahren im Einsatz. Und das ist unser Ziel und Bestreben als EQS Group mit den beiden Lösungen, Ihnen Ihren Meldenden, den Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden, allen Stakeholdern, die potenziell einen Hinweis abgeben können, möchten, ein einfach, vertrauenswürdig und auch Anonymität gewährleistendes Tool anzubieten, aber zum anderen auch die systematische Abarbeitung und Dokumentation der Hinweise, der Fälle zu gewährleisten. Wenn wir schauen, wie gehen denn in der Praxis Meldungen ein? Da gibt es natürlich den altbewährten Kummerkasten und Briefkasten. Da gibt es noch vereinzelt Telefonhotlines oder E-Mail-Systeme, hin und wieder auch Ombudspersonen, externe, gerade vielleicht bei kleineren Unternehmen. Aber in einer fortschreitenden digitalisierten Welt sicher mehr denn je webbasierte Hinweisgebersysteme. Denn die ermöglichen den Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden, Meldungen nicht nur am Arbeitsplatz aus dem Großraumbüro abzugeben, sondern von ihrem privaten Smartphone, Tablet.
Wir hören von unseren Kunden, dass Meldungen über webbasierte Hinweisgebersysteme vor allem abends oder am Wochenende eingehen. Auch das spricht dafür, dass die Hinweisabgabe im vertrauten Rahmen vom privaten Internetgerät erfolgt, um so das Thema Vertraulichkeit und nicht, dass der Kollege mir über die Schulter schaut, zu gewährleisten. Zum anderen haben wir heute gehört, dass der Dialog mit dem Hinweisgebenden entscheidend wichtig ist. Und das gewährleisten solche webbasierte Hinweisgebersysteme, weil trotz anonymer Meldung über Einrichten eines sicheren Postkastens ein wechselseitiger fortlaufender Dialog zwischen Hinweisgebenden und Ihnen als bearbeitende Stelle erfolgen kann. Und was uns Kunden immer wieder berichten, was wohl häufig vorkommt, dass Meldungen initial anonym abgegeben werden, dass dann die Hinweisgebenden aber über den Dialog Vertrauen zu der bearbeitenden Stelle gewinnen und ihre Identität dann auch offenlegen. Ein kurzer Blick, wie schaut das in der Praxis aus? Ich habe mir erlaubt, hier Beispiele, auch öffentlich erreichbare, verfügbare Beispiele mal mitzubringen. Wir haben hier das webbasierte Hinweisgebersystem der Schaltbaugruppe, ein Technologieunternehmen, 3000 Mitarbeiter weltweit aufgestellt, aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Das Thema hinschauen, ansprechen, verantwortlich handeln, positiv im Internet, das heißt nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern gleichermaßen für alle Stakeholder, Geschäftspartner, Lieferanten, Kunden zu platzieren. Das Thema Vertrauen, Verantwortung, auch vom Vorstandsvorsitzenden hier optisch platziert, steht im Vordergrund. Und dann aber auch die transparente Darlegung, warum Meldungen, welche Meldungen sind relevant, wie gewährleisten wir Anonymität. Das heißt, die konkrete Vorstellung der webbasierten Meldungsabgabe zum einen, zum anderen natürlich auch Namen nennen, persönliche Ansprechpartner mit Kontaktdaten, denn natürlich ist uns allen am liebsten Geschäftspartner, Mitarbeiter, sprechen Sie persönlich direkt an. Das ist natürlich immer vorzuziehende Meldeweg, aber wir wissen alle, es gibt eben gewisse kritische Situationen, Befürchtung vor Benachteiligung, Repressalien und dann ist wichtig, dass ein vertrauenswürdiger und auch Anonymität gewährleistender Meldeweg bereitsteht. Das heißt, wenn ich mich entscheide als Mitarbeiter, Geschäftspartner, ich möchte hier eine Meldung abgeben, klicke ich auf den entsprechenden Link, werde hier nochmal an die Hand genommen, klicke auf Meldung abgeben und habe dann die von Herrn Weyer auch schon erwähnte Schwerpunktauswahl. Das heißt, eine gewisse Leitung der Hinweisgebenden, zu welchen Themen kannst du hier Meldungen abgeben. Eine solche Schwerpunktkategorisierung ermöglicht dann auch in Abhängigkeit der Schwerpunkte, die Meldungen dem jeweils verantwortlich Bearbeitenden in der Organisation zuzuweisen, sodass auch hier der Aspekt der Datensparsamkeit, Datenangemessenheit gewährleistet ist. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls ein Technologieunternehmen, 5000 Mitarbeitende im Bereich Hightech, Gebäude- und Anlagentechnik tätig. Auch hier sehen Sie, es geht um Speak-up-Kultur. Auch hier wird ganz bewusst dargelegt, an wen kann ich mich wenden, wie werde ich geschützt. Die Hinweisgebenden bekommen hier, Sie sehen es in der Mitte, an dem Telefon-Icon, haben auch die Möglichkeit, sich über eine Voice-Intake, Telefonielösung auch telefonisch zu melden oder eben, wie schon vorhin gesehen, webbasiert. Aller guten Dinge sind drei. Ein Beispiel der Zeppelin GmbH, die das Thema Hinweisabgabe auch, sag mal, unter dem Aspekt Vertrauen, Zeppelin Trustline, fokussiert. Auch hier sehen Sie natürlich in erster Linie die direkte Ansprache an den Chief Compliance Officer oder die Option alternativ an einen externen Anwalt. Und last but not least wieder die webbasierte Meldemöglichkeit. Lassen Sie die Hinweisgebenden selber entscheiden, welchen Meldeweg Sie bevorzugen. Und natürlich auch hier wieder das Thema Dialog. Sie sehen, hier wird das Thema Postfach, wie stelle ich mir ein Postfach und dann weitergehend auch mit der bearbeitenden Stelle in den Dialog zu treten, ganz klar fokussiert. Wie Sie dann mit einer Meldung umgehen, das hat Herr Weyer uns schon ausführlich dargelegt.
Die EQS Integrity Line als webbasierte Lösung ermöglicht somit nicht nur die selbsterklärende Meldungsabgabe durch die Hinweisgeber, sondern gleichermaßen hier rechts dargestellt die revisionssichere, sauber strukturiert dokumentierte Fall- und Meldungsbearbeitung. Sowohl die Hinweisabgabe webbasiert selbsterklärend kann erfolgen über PC, Tablet, Smartphone. Die Lösung ist responsive, das heißt, sie passt sich automatisch für die Hinweisgebenden der jeweiligen Bildschirm- und Gerätegröße an. Es ist die Anonymität der Hinweisgebenden sichergestellt, das heißt, es werden keine IP-Adressen getrackt. Die Hinweisgebenden entscheiden selber, ob sie ihren Namen angeben oder anonym melden. Anders sieht es bei der Meldungsbearbeitung, bei den Fallbearbeitern aus. Die müssen sich natürlich entsprechend authentifizieren, um sicherzustellen, dass auch ausschließlich die berechtigten Fallmanager ihres Unternehmens oder gegebenenfalls berechtigte externe Anwälte, Forensiker über dieses webbasierte Tool Meldungen bearbeiten und eine systematische Fallbearbeitung gemäß auch der Ausführungen von Herrn Weihe durchführen können. Soweit ein kleiner Auszug zu einem möglichen Werkzeug Ihres Hinweismanagements. Und natürlich stehe ich Ihnen hier auch dann bilateral für weitere Detailfragen, Vorstellungen, Präsentationen zur Verfügung. Wir haben noch einige wenige Minuten und ich möchte Herrn Weihe gerne noch mal den Ball zuwerfen. Herr Weihe, ich sehe, wir haben eine gute zweistellige Zahl von Fragen. Vielleicht konnten Sie inzwischen schon die eine oder andere Frage noch aufgreifen oder heraussuchen, die es wert ist in dieser. Also sicher sind es alle wert, aber wir müssen uns beschränken. Herr Weihe. Ich sehe eine Frage, ich glaube, die knüpft eher an das an, was Sie gerade noch gesagt haben, nämlich die Frage, ob es sinnvoll ist, wenn ein Ombudsmann, also ein Externer, ein solches Tool für seine Mandanten einführt. Ich glaube, das betrifft sozusagen die Frage, wo liegt das System letztlich? Ja? Ist es zwingend beim Unternehmen oder kann es eben auch der Externe, der Ombudsmann zum Beispiel, haben? Ja, also das webbasierte System wird ja immer durch, in dem Fall die EQS Group als Anbieter, sozusagen auf neutralem Boden vorgehalten, wird in einem Hochsicherheitsrechenzentrum von uns vorgehalten, firmenspezifisch ausgestaltet. Und natürlich kann es insbesondere auch bei kleinen Unternehmen, wo die Expertise nicht in-house vorhanden ist, sinnvoll sein, dass die Fallbearbeitung dann durch eine externe Ombudsperson erfolgt. Das heißt, dass die Meldungen gegebenenfalls nicht intern gesichtet, sondern durch einen Anwalt extern dann gesichtet werden. Das ist mit einem solchen webbasierten System möglich, dadurch entsprechende Authentifizierung, die Meldungsbearbeitung entsprechend ausgesteuert werden kann. Ich glaube, daran knüpft auch noch eine andere Frage an, nämlich welche beruflichen Voraussetzungen müssen als Ombudsmann erfüllt sein? Ist, soweit ich das weiß, nirgendwo gesetzlich definiert. Es sind häufig, glaube ich, tatsächlich juristisch ausgebildete Personen, sprich Rechtsanwälte. Ich selber bin zum Beispiel auch Ombudsmann. Häufig machen das aber auch Strafrechtler, vor allen Dingen dann, wenn die Unternehmen Hinweise sozusagen thematisch beschränkt haben auf Korruption und wirtschaftsstrafrechtliche Sachverhalte. Letztlich muss es aus meiner Sicht aber eine Person sein, die einfach vertrauenswürdig ist, die integer ist, die gut kommunizieren kann und die natürlich schon in der Lage ist, den Hinweis so zu aufzunehmen und zu verarbeiten, dass daraus eine sinnvolle Bewertung erfolgen kann. Aber das ist nicht zwingend erforderlich, meines Wissens, dass es zum Beispiel ein ausgebildeter Rechtsanwalt sein muss. Zum Betriebsrat sehe ich noch eine Frage, hatte ich ja auch kurz erwähnt. Beteiligung des Betriebsrats bei der Einführung empfohlen? Ja, nach meinem Empfinden und meiner Erfahrung schon. Kann zumindest fraglich sein, ob sogar eine gesetzliche Verpflichtung besteht nach
87.1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz müsste das sein, je nach Art des Systems, wie sie das einführen. Aber ich persönlich finde, allein aufgrund so des Grundsatzes der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, würde ich es auf jeden Fall Ihnen mit sowas nicht überraschen, sondern da mit offenen Karten spielen. Ganz wichtig. Möchte ich auf jeden Fall verstärken und kann Ihnen auch hier die Unterstützung seitens EQS Group anbieten, was das webbasierte Hinweisgebersystem anbelangt. Da führen wir gerne FAQ-Rundenpräsentationen auch bei Ihrem Betriebsrat durch oder stellen gerne auch Muster von bewährten Betriebsvereinbarungen zur Verfügung. Aber genauso wie beim Hinweismanagementsystem, Sie müssen das natürlich dann passgenau für Ihre Organisation ausgestalten. Es ist ja auch hier, ich sehe eine Frage, also ob in dem Fall wird referenziert auf das BKMS-System mit durch Einführung eines BKMS-Systems oder Integrity Line die Anforderungen der ISO 27002 erfüllt werden. Ich würde sagen, systemseitig ja, aber wir haben ja heute in dem Vortrag gehört, dass dann neben dem IT-basierten System noch einiges mehr dazu gehört. Es gibt noch einige Fragen rund um Aufbewahrungsfristen für die Dokumentation. Also die Norm selber, die ISO, sagt dazu nichts. Ich denke, es gelten ganz normal die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nach HGB und anderen Gesetzen, soweit sie anwendbar sind. Natürlich auch in dem Bereich Datenschutz, also etwaige Fristen. Wie lange brauche ich diese Dokumentation tatsächlich? Das muss auf jeden Fall geprüft werden. Dazu werde ich gerne dann im Nachgang bei der schriftlichen Beantwortung der Fragen auch noch mal was zu sagen. Da auch in dem Zusammenhang die Frage vielleicht für Sie, Herr Thomas, kann das EQS-System das leisten? Also die Aufbewahrung, die Speicherung von Dokumentationen. Ja, wir haben entsprechende Funktionalitäten in unserem System, Reminder, Wiedervorlage, Funktionen, die Sie dann beispielsweise auch an die 7-Tage-Frist aufgrund der EU-Whistleblower-Richtlinie, was erst an Bord an die Hinweisgeber erinnert, was Sie an die entsprechende 3-Monats-Frist, Rückmeldung an die Hinweisgeber über den Aufbearbeitungsstand entsprechend erinnert oder auch einschlägige Löschfristen. Was das System nicht tun wird, dass es von sich aus Meldungen löscht, dazu sind die Themen zu sensibel, aber dass es durch entsprechende Reminder die verantwortlichen Bearbeitenden an die Prüfung der relevanten Löschung erinnert. Prima. Ich würde sagen, alles Weitere, nachdem wir schon etwas überzogen haben, im Nachgang, auch das war die Frage nochmal, gibt es die Folien? Ja, gibt es. Werden rumgeschickt, gemeinsam dann nochmal mit einer Q&A-Liste, wo ich dann auf die ganzen Fragen und auch der Herr Thomas natürlich, die wir jetzt nicht beantworten konnten, nochmal eingehen werde. Ja, super. Sehr herzlichen Dank, Herr Weihe. Herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und auch für Ihr Engagement, die Fragen auch noch im Nachgang zu beantworten, zu verschriftlichen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, Herr Weihe. Wir sind hier bei rund 250 Teilnehmern. Das ruft fast nach einer Wiederholung. Auf jeden Fall wird es nicht das letzte Webinar zur Thematik von EQS sein. Wir laden Sie herzlich ein. Merken Sie sich den 24. März vor. Hier führen wir ein Webinar zusammen mit den Kollegen von KPMG durch zum Status der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie, ja, Transposition Status EU Directive. Sie sehen die entsprechenden Informationen, auch den Link zur direkten Anmeldung des Webinars am 24. März unten in Ihrem Menü. Wir würden uns freuen, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben. Sowohl Herr Weihe als auch ich stehen im Nachgang auch bilateral herzlich gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihr Engagement, für Ihre Fragen und wünschen einen schönen Tag aus München und Berlin. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen.